Wirtschaftskontakte nach China gewinnen immer mehr an Bedeutung für die hiesige Industrie, aber auch den Handel. Ohne entsprechende Erfahrungen oder Kontakte würden Unternehmer allerdings kaum Erfolg haben. Die Industrie- und Handelskammer organisiert daher seit Jahren entsprechende Reisen oder auch Treffen. Das war gestern Abend wieder der Fall in den Räumen der Damm-Rumpf-Hering-Vermögensverwaltung. Solche Treffen haben bei der Industrie- und Handelskammer, Regionalkammer Zwickau, eine lange Tradition. Schon früh hatte man die Zeichen der Zeit erkannt und die Aktivitäten in Richtung Fernost intensiviert. Wir haben eine lange Partnerschaft mit dem Hongkong TTC. Der Herr Katzmark wird heute wieder aus Hongkong anreisen. Und wir haben heute ein kleines Jubiläum, die 15. Veranstaltung zum Thema Hongkong-China. Mittlerweile hat sich die Zwickauer IHK-Regionalkammer zu einem China- und speziell Hongkong-Experten entwickelt. Die 15-jährige Erfahrung basiert auf gegenseitigen Besuchen und vielen Informationsveranstaltungen für die IHK-Mitgliedsbetriebe. Also wir haben in China eine Reihe von Messen besucht mit Unternehmen. Wir haben ja seit 4 Jahren eine Partnerschaft mit einer chinesischen Kammer in der Region Yandu. Im Übrigen waren heute eine Delegation aus China da, aus Südchina. Wir waren mit diesen 15 Firmen bei der SASIT Industrietechnik GmbH und am Mittag bei der Stadtverwaltung Zwickau. Dort hat uns die Frau Hempel, Leiterin der Wirtschaftsförderung, empfangen. Diese Delegation, die zum Zeitpunkt des Treffens bei Damm-Rumpf-Hering schon nach Dresden weitergereist war, haben sich für eine baldige Kooperation mit ihren deutschen Partnern ausgesprochen. Die hiesigen Unternehmen müssen die Chancen nur erkennen und nutzen. Diese Region in Südchina ist auch eine Automobilregion. Dort sind auch verschiedene OEMs, haben dort ihren Sitz. Und wir haben heute, also ich habe heute über das Netzwerk AMZ informiert. Wir haben ja dieses Netzwerk seit 1999, wo wir als Kammer federführend sind. Und wir haben vereinbart, dass wir einen Kooperationsvertrag unterzeichnen anlässlich unseres Jahreskongresses im Oktober in Zwickau, also wo diese Firmen wieder uns besuchen werden in der Region. Der Gastgeber des Abends, die Damm-Rumpf-Hering-Vermögensverwaltung, versucht die Zeichen der Zeit zu nutzen. In China warten spannende Geschäftsfelder und die Räumlichkeiten boten sich geradezu an. Ja, wir sind jetzt seit unserem Bezug der neuen Filiale hier in Zwickau in der Newtonstraße 18 eben in der Lage, in enger Zusammenarbeit mit der IHK Zwickau interessante Veranstaltungen hier abzuhalten. Und es ist ein neuer Weg, den wir heute begleiten, dass wir diese Serie China Dinner heute bei Damm-Rumpf-Hering stattfinden lassen und deswegen in dem Rahmen bei Damm-Rumpf-Hering mit dem Automobil, was für Zwickau ja prägend ist. Asiatische Köstlichkeiten mitten im Gewerbegebiet an der Kopernikusstraße ist sicher nicht alltäglich, bot aber einen perfekten Rahmen für den geschäftlichen Teil des Abends. Michael Katzmark vom Hongkong Trade Development Council war angereist, um über die neue Seidenstraße zu sprechen. Ja, also es gibt die Seidenstraße in zwei Ausführungen. Einmal die historische Seidenstraße, die wir aus der Schule kennen, aber das Konzept Seidenstraße, was im Augenblick von der Regierung in China gefördert wird und auch finanziert wird, ist nichts anderes als das Synonym für eine sehr große Infrastrukturmaßnahme, die von der VR China sehr stark gefördert wird, um die eigene Wirtschaft weiter anzukurbeln und auf den ehemaligen Seidenstraßenpfaden, also über das Mittelmeer, Wasser oder auch zu Land, Waren, Dienstleistungen bilateral in beide Richtungen zu befördern. China will damit die Voraussetzungen für gemeinsame Handelsbeziehungen schaffen. Solche Unternehmertreffen wie am Donnerstagabend in Zwickau sind für eine gute Zusammenarbeit ebenfalls eine wichtige Basis. Ohne Zweifel, China ist überhaupt aus meiner Sicht der Markt. Und insofern sind diese Veranstaltungen, die wir hier erleben in Zwickau, genau richtig, um zu sensibilisieren für die Arbeit in und auf diesen Märkten. Unterdessen laufen bei dem Zwickauer Außenhandelsexperten Michael Stopp schon die Vorbereitungen für die nächsten Wirtschaftskontakte in China. Ich selber fliege übernächste Woche nach China wieder. Und auch in diese Region nach Yandu und in die Region nach Yichang.
Als Sprachrohr der hiesigen Wirtschaft intensiviert der IHK-China-Experte die Kontakte nach Fernost kontinuierlich. Die Unternehmen der Region haben damit einen wichtigen Ansprechpartner, wenn es darum geht, auf dem Weltmarkt Fuß zu fassen.